Und jetzt zum dritten und letzten Abschnitt. Und da geht es um Entscheidungen bei Ungewissheit. Also üblicherweise kennt man bei Lotterien die Wahrscheinlichkeiten der verschiedenen möglichen Ergebnisse. Aber im wirklichen Leben ist das oft nicht der Fall. Da ist die Ungewissheit viel größer, von anderer Natur. So, um die Worte eines US-Politikers zu zitieren, there are known unknowns and there are unknown unknowns. Oft hat man nicht die geringste Ahnung, wie viel oder wie wenig wahrscheinlich die diversen Alternativen sind und muss doch eine Entscheidung treffen. Das nennt man eine Entscheidung unter Ungewissheit, im Unterschied zu einer Entscheidung unter Risiko. Letztere wird getroffen, wenn die Wahrscheinlichkeiten der Alternativen bekannt sind. Etwa bei den Lotterien. Der erste Philosoph übrigens, der auf den fundamentalen Unterschied hingewiesen hat, war John Stuart Mill, der vielleicht bedeutendste britische Philosoph des 19. Jahrhunderts. Mill war übrigens ein Zögling von Jeremy Bentham und der Pate von Bertrand Russell, von dem wir noch einiges hören werden. Mill war Empiriker, Positivist, Sozialreformer und liberaler Abgeordneter im Unterhaus. Der erste, der dort für das Wahlrecht von Frauen eingetreten ist. Die Ideen von Mill über den Unterschied zwischen bekannten und unbekannten Wahrscheinlichkeiten wurden von Ökonomen wie John Maynard Keynes aufgegriffen und vom amerikanischen Psychologen Daniel Ellsberg in einer Reihe von raffinierten Experimenten getestet. Hier also ein Beispiel. Stellen wir uns eine Urne vor, eine A, die linke Urne, in der 100 Kugeln liegen, nämlich 50 rote und 50 schwarze. Die Versuchsperson weiß das. Sie darf auf eine Farbe setzen und erhält, sagen wir, 100 Euro, wenn die Kugel von der richtigen Farbe ist. Im anderen Fall erhält sie nichts. Und da sind die meisten Spieler indifferent, ob rot oder schwarz. In einer anderen Urne, Urne B, liegen ebenfalls 100 Kugeln, schwarze und rote. Aber diesmal weiß die Versuchsperson nicht Bescheid, wie viele rote dabei sind. Es könnte jede beliebige Zahl zwischen 0 und 100 sein. Wieder kann die Person auf eine Farbe setzen und erhält 100 Euro, wenn die Kugel, die jetzt gezogen wird, von der richtigen Farbe ist. Im anderen Fall erhält sie nichts. Wieder ist es den meisten egal, ob sie auf Rot oder Schwarz setzen. Jetzt kommt das eigentliche Experiment. Der Testperson wird die Wahl gelassen zwischen Urne A und Urne B. Also was hätten Sie gewählt? Die Gewinnchancen bei beiden Urnen sind doch dieselben, oder? Aber die überwiegende Mehrheit wählt die linke Urne. Wir fühlen uns besser mit den bekannten als mit den unbekannten Wahrscheinlichkeiten. Hier noch ein ähnliches Experiment. In einer Urne liegen 30 rote sowie 60 weitere Kugeln. Diese 60 weiteren Kugeln, die können teils grün, teils blau sein und die Testperson erfährt nicht, wie viele davon grün sind. Könnten wieder 0 sein oder alle 60. Jetzt der erste Versuch. Die Person darf auf rot oder grün setzen. Der erhält 100 Euro, wenn sie eine Kugel dieser Farbe zieht. Die meisten setzen auf rot. Es gibt zwar keinen Grund, Rot für wahrscheinlicher als Grün zu halten, denn die Anzahl der grünen Kugeln liegt irgendwo zwischen 0 und 60. Aber bei einer bekannten Wahrscheinlichkeit, nämlich ein Drittel, fühlen sich die meisten von uns wohler. Jetzt noch ein zweiter Versuch. Die Testperson darf auf die Kombination Rot oder Blau setzen oder auf die Kombination Grün oder Blau. Was hätten Sie gewählt? Hier ist es so, dass die meisten grün oder blau wählen. Wieder gilt, das ist jene Alternative, deren Wahrscheinlichkeit bekannt ist, nämlich zwei Drittel. Die andere Alternative
hat irgendeine Wahrscheinlichkeit zwischen ein Drittel und eins und wir wissen nicht welche. Diejenigen Testpersonen aber, die beim ersten Versuch rot und beim zweiten grün oder blau gewählt haben, sind inkonsistent. Denn wer rot für wahrscheinlicher als grün hält, der sollte rot oder blau für wahrscheinlicher als rot, als grün oder blau halten. Also nochmals, rot oder blau sollte dann wahrscheinlicher sein als grün oder blau. Also diese Versuche sagen einiges über unsere Psychologie. Kurz nachdem er diese Ergebnisse veröffentlicht hatte, wurde Daniel Ellsberg berühmt, aber nicht wegen dieser Experimente. In den frühen 70er Jahren leakte er die sogenannten Pentagon Papers, die ein trauriges Licht auf den Umgang der amerikanischen Regierung mit der Wahrheit warfen. Das war ein riesiger Skandal. Meine Generation kann sich noch gut an den Fall erinnern. Jüngere können den Fall in einem Spielberg-Film kennenlernen, der heißt Die Verlegerin. Ellsberg wurde zum Prototyp des Whistleblowers. Er kam vor Gericht und es drohten ihm 115 Jahre Haft. Der Prozess platzte, als bekannt wurde, dass die Nixon-Administration hinter einem Einbruch bei Ellsberg Psychiater steckte. Ellsberg wurde in der Folge Professor am MIT und weltweit anerkannt, sowohl für sein politisches Engagement als auch für seine wissenschaftlichen Arbeiten. Und wer so wie Ellsberg mit der Aussicht auf 115 Jahre Gefängnis konfrontiert war, der hat offensichtlich gelernt, was Entscheiden unter Ungewissheit bedeutet.